Was knistert hier die ganze Zeit? Hört sich ja so komisch, als ob hier ein Hamster rumspukt. Weißt du, was das ist? Das ist eine Böhnwalze, Mama. Und die nehme ich jetzt gerade zum zweiten Mal auf. War schon die zweite Aufnahme von der Böhnwalze. Böhnwalze ist ja echt selten. Da kommt meistens immer so ein Scherwind, so eine, wie nennt sich das, so eine Fallwind, so eine Fallböe. Das ist jetzt das Orkantief Sandor, da legt es richtig los. Aber von rechts wird, aber von viel kannst du auch nicht erwarten. Da rechts wird es schon wieder hell, sonnenklar. Aber teils, weil von ganz rechts Richtung Rhein-Null-Öfentrop kommen wieder schwarze Wolken immerhin. Kannst du dich bitte mit draußen hinsetzen, mir zuliebe? Weil ich ja keinen Bock vom Balkon aus dem Wohnzimmer reinzubölken. Dankeschön. Warte mal, ich setze mich, ich stehe jetzt hier weiter vorne, ich habe einen Kinoplatz und du gehst hinter mir, okay? Entschuldige nochmal wegen Das des ist nur eine, Fenstern. das ist schlimm, das ist nur eine Böenwalze, ne? Nein, das ist nur eine Böenwalze, es passiert nichts, es kommt kein Gewitter, für Gewitter ist es zu kalt, Mama. Wir hatten heute nur 20 Grad gehabt und keine über 20 Grad. Wovon soll es gewittern, wenn ich frage, da wird es zu kalt ist? Das ist nur eine Böenwalze. Eine Rollcloud nennt sich das. Da von rechts kommt blauer Himmel. Ob das mehr blauer Himmel wird, weiß ich nicht. Bin ich mit dir schon auf jeden Fall hier. Und da hinten über Waldstraße ist am Rechte Ziegeleistraße, da wo der gute Russenkumpel wohnt. Den kann man auch nicht mehr erreichen. Da hat es nur noch, wie nennt sich das, durchsichtig. Das ist voll durchsichtig. Als ob das sich rausgelöscht hätte. Aber ich hatte dafür einen guten Zugfilmer dran, der aus der Stadt kommt. Oh, es ist nur eine Böenwalze, das ist doch nichts Besonderes. Aber eine Böenwalze ist auch klasse zu filmen, weißt du, wie weißt du das? Da sieht man endlich mal die Schelfwinde, ne? Und das Beste ist, dabei kommt kein Regen, damit mein Handy wenigstens nicht nass, weißt du das? Das Handy wird nicht wenigstens nass, das ist schon mal gut. Guck mal, jetzt habe ich ein paar Vögel drauf bekommen. Ich klasse sowas zu fällen, eine Birnwalze, ne? Der Birnenfreund nennt sich das. Ja, hier, guck mal, hier ist auch schon klasse. Guck mal, die Richtung an, schnell. Das ist richtig klasse, sowas zu fällen, eine Birnwalze, weißt du das? Da kommt man so vor wie ein Katastrophenfilm. Nee, das ist kein Regen, das ist diesig. Das ist diesig. Soviel ich weiß. Wenn es regnet, würde ich da Tropfen hören. Das ist diesig, das weiß ich. Bei der Böhmwalze ist es immer so diesig. Ja, guck mal, kannst du mal aufstehen, mitgucken bitte, also anstatt am Handy zu spielen? Nee, das war nicht die Nachbarin, die gegenüber wohnt. Das war ein Mann mit Brille und eine lange, braun, lockhaarige Frau. Das war ein Besuch gewesen, ist auch egal. Aber hier, guck mal, die Sonne, die ist schön, ne? Guck mal, es ist kein Regen dabei. Mein Handy wird wenigstens nicht nass, das ist schön, ne? Es ist diesig da hinten. Bei der Böhmwalze ist es immer diesig. Ist doch cool, sowas zu filmen, eine Böhmwalze, ne? Von rechts kommt die nächste Böhmwalze, von rechts wird nächstes schwarz. Guck mal. Was gehen denn so viele Leute irgendwo hin? Ach ja, heute ist Open-Air-Konzert. Montag. Stadt. Ja, das können sie absagen, wenn es so weitergeht mit dem Wetter. Aber die spielen doch bei schlechtem Wetter. Die haben auch schon mal Gewitter gespielt, weißt du doch? Mama, es regnet nicht. Nein, das ist diesig. Einfach nur diesig ist das. Bleib doch mit draußen. Es passiert nichts. Gewitter kann sehr schlecht kommen, weil nämlich, soviel ich weiß, so kalt dafür ist. Es ist 20 Grad. Muss es mit der Sonne nochmal filmen, das ist richtig toll.
Es passiert wirklich nichts, vertrau mir. Wenn wir Glück haben, sehen wir einen Regenbogen. Auch bei Diesig entsteht ein Regenbogen, weißt du das? Diesig sind ja auch nasse Wassertropfen, weißt du das? So, jetzt mache ich weiter. Es passiert wirklich nichts, Mama. Du hast doch keine Angst haben. Es kommt doch nichts Großartiges. Das ist nur Orkan bis 100 km/h von 80 bis 100 km/h von Orkantief Sandor. Wieso holt da hinten ein Kind? Passiert doch nichts, kommt doch kein Gewitter, gar nichts. Das spielt... Nee, hat glaube ich einen Ball vom Gesicht bekommen oder was, ne? Ja, sicher, hört man auch. Natürlich. Wenn der Wind zu stark ist, musst du dich hinsetzen, Maus, okay? Ich mach die Arbeit schon alleine. Setz dich bitte hin, Mama. Oder willst du mit stehen und gucken? Gucken, wie die Rollen sich bewegen. Da kannst du dich aber erst kaputt lachen, ne? Ja. Guck mal, da rechts scheint die Sonne. Das ist doch gar nicht, siehst du? Wir kriegen morgen sehr wahrscheinlich Weg. Okay. Okay. Und was? KDS. Ja, weshalb? Ich hab dir das gesagt, das sag ich. Kommt die alleine oder was bringt sie mit? Ich arbeite jetzt in Kurdistan. Muss sie die mitbringen. Ich kann nicht mit den Kindern umgehen, tut mir leid. Hast du mich gekümmert? Ja, das wird mir morgen alles zu viel, tut mir leid. Ich weiß nicht, wie die Kinder sind. Mama, es tut mir leid, ich kann nicht. Ich hab, wenn ich eigentlich. Mama, wenn ich eigene Kinder gehabt hätte, da könnte ich ja mit Kindern umgehen. Aber ich habe keine eigenen Kinder. Ich weiß nicht, wie man mit Kindern umgeht, ehrlich gesagt. Vor allem, wir müssen noch erstmal gesund werden. Wir müssen noch erstmal mit den Leuten geschafft kriegen, uns zu vertragen, zu versöhnen und Freundschaft zu schließen, ja? Und dann kann man Leute einladen nach uns sehen, ja? Wir müssen das erstmal bei den Leuten geschafft kriegen, uns zu versöhnen, zu vertragen und Freundschaft zu schließen, Mama. Das habe ich dir auch erklärt. Wir müssen das erstmal mit den Leuten schaffen, dass sie unsere Entschuldigung annehmen, okay? Dass wir dem versöhnen Freundschaft schließen, dass sie mit uns vertragen sollen, die Leute, ja? Und wenn wir das geschafft haben, dann kannst du die Leute nach uns einladen, okay, Mama? Hast gehört? Ja. Weil das ist jetzt ein bisschen zu früh. Ihr meint, ist die Sache noch nicht gegessen mit den Leuten, habe ich das Gefühl. Verstehst du das? Aber es gibt auch mal Leute, die müssen auch mal begreifen, dass man warten muss, bis das hier alles geregelt ist und dass man erst dann besuchen kommen kann. Verstehst du das? Ja. Es gibt auch mal Leute, so wie aus Arnsberg welche. Die müssen mal warten und begreifen und mal warten lernen, bis die Sache hier gegessen ist mit den Leuten. Ja, bis die Entschuldigung hier gegessen ist mit den Leuten, okay? Und dann kann man besuchen kommen. Und dann kann man halt zum Besuch kommen. Verstehst du das? Ist doch nicht böse gemeint. Und dann kann man erst zum Besuch kommen. Wenn es mit der Sache, mit der Entschuldigung gegessen worden ist mit den Leuten hier. Verstehst du das? Dann müssen die Leute halt aus Arnsberg oder wo sie sonst noch woher kommen. Oder wo sie sonst noch woher kommen. Dann müssen halt die Leute aus Arnsberg oder wo sie sonst noch herkommen halt warten. Begreifen, lernen zu begreifen, warten zu lernen. Also warten, dann müssen sie halt warten lernen. Und lernen mal zu begreifen, erstmal abwarten, bis die Sache hier, bis die Entschuldigung gegessen ist mit den Leuten. Bis die Sache hier mit den Leuten gegessen ist, Mama. Und dann können die Leute erst besuchen kommen. Ist egal, wo aus Arnsberg und so, ja? Und da können die Leute aus Arnsberg oder egal, wo erst besuchen kommen, ja? Wenn das ja alles gegessen worden ist. Verstehst du das, Mama? Ich bin am Schreiben, ja. Mama, wenn du jetzt auch wieder so bist, ne? Wenn dann hat sie so, wenn er hätte sie eh selber abgesagt wieder. Das, ich kenne sie, Mama. Wenn er hätte sie sich selber abgesagt, Mama, ich bin nicht blöd. Fall nicht drauf rein, bitte. Okay? Hast gehört? Wenn, dann hätte sie sich selber abgesagt schon wieder morgen. Dann hätte sie sich morgen wieder selber abgesagt von sich aus. Fall nicht drauf rein, bitte, danke. Und gute Nacht. Echt. So, jetzt müssen wir aufpassen, ob ein Regenbogen kommt, Mama, ne? Wenn du mit dem Schreiben fertig bist, kommst du dann wieder raus. Regenbogen guckt mit mir zusammen. Die soll auch bitte auch nicht sauer sein, ich kann nichts dafür. Wir müssen das SB geregelt kriegen, ne? Ich weiß es nicht.
Wie gesagt, wenn ich eigene Kinder gehabt hätte, könnte ich ja mit Kindern umgehen. Aber bis jetzt kann ich noch gar keine Kinder umgehen, ehrlich gesagt. Ja, und ich bin eine Prinzessin oder was? Ja. Daisy, wie die heißt? Schön. Guck, es ist gar nichts passiert, siehst du? Nee, Peach hat blonde Haare. Ich habe braune Haare. Daisy. Ja, das ist Daisy, ja. Daisy ist doch mit Luigi zusammen, ne? Ja. Und wer spielt jetzt in Luigi? Nicht sagen, kein Name. Achso, den Namen hättest du ja auch nicht sagen brauchen. Du darfst auch keinen Ort, Orte darf man nennen, aber du darfst die Anfangsbuchstaben. Das kann jeder heißen, ne? Ja, aber du hast die Anfangsbuchstaben von Namen gesagt, das war auch nicht gut. Da kann keiner was mit anfangen. Das können viele heißen. Ja? Ja. So, du weißt schon, was ich mache. Und ich weiß, dass ich bei dir im Moment nichts falsch mache, Mama. Mal. Wir können schlecht einen zu Besuch kommen lassen, nicht eher bis die Sache hier gegessen ist bei den Leuten. Verstehst du das? Das habe ich gemeint. Hallo, ich weiß es. Wenn die Sache bei den Leuten gegessen ist, dann können wir erst einen Besuchen kommen lassen. Da siehst du, die Sonne kommt wieder raus. Da hinten kommt von rechts kommt mehr blauer Himmel. Von ganz rechts Richtung. Nein, von ganz rechts Richtung Freinol, Öfentrop, Richtung Autobahn A46, Richtung Enste, Freinol, Öfentrop, da kommt wieder blauer Himmel. Aber die Wolken ziehen, kommen von da, ziehen nach da, nach rechts. Das heißt, müssen noch was kommen, ne? So, jetzt musst du gucken, wo die Sonne steht. Da, jetzt müssen wir gucken, wo der Regenbogen sich bildet. Im Küchenfenster ist, glaube ich, auch noch nichts zu sehen, ne? Da müssen wir warten, bis er kommt. Ach so, ach, gleich 7 Uhr schon, klasse. Da hinten gehen Wanderer her. Es hat auch nicht mehr gerichtet dabei. Das war die sich, was sie gefühlt haben. Auch bei die sich kann Rebungen stellen. Da unten streiten sich gerade 2 Jungs. Ja, der eine will den Springseil haben und der andere kriegt den nicht. Dann gehe ich jetzt erstmal aus dem Weg. Sonst denken die, dann soll ich einen Streit aufnehmen. Und angeblich das der höhere Stelle hinschicken, den Streit. Angeblich, was ich gar nicht tue, was ich nicht so ein Schwein bin. Mist. Also die Windsache ist noch nicht gegessen so richtig. Kann sein, dass er heute Nacht war da auch zu hören, ne? Der Orkan, das Tief, Sandor, ne? Sandor, ne? Muss gucken, wo der scheiß Regenbogen sich bildet. Bis jetzt sehe ich gar nichts. Null. Ich kann den Wind, weil die Sonne nicht so vor Ort ist. Da hinten ist ein Windbild am Schütten, siehst du? Ja. Ganz weit weg, gar nicht geschüttet. Jetzt kommt die Wanderung nicht durch, da kommt eine Wolkenlücke. Aber die Bäume tanzen schon wieder so feste. Ja, was? Ich glaube, das kleine Kind hat nur den Wind zu laut gehört. Es hat gar nicht gedonnert vorhin. Und der Nachbar oben gehört, der sauber gemacht hatte. Eigenartige Wolkenformation, sowas kenne ich gar nicht. Regenwolken, du etwa? Das sind jetzt die zweiten Abendglocken. Vorhin um 5:30 waren die ersten, jetzt sind die kurz vor 7 gehen die zweiten. Das sind jetzt aber die toten Abendglocken für die Toten. Machen sie jeden Tag. Ja, kein Wunder, die Kinder schreien ja, weil sie Angst haben vom Wetter. Ja, der eine will doch den Springsaal haben, der eine gibt den Springsaal nicht her. Den Saal, das Trampolin, was es ist. Das war ja gar nichts, die Freunde. Das waren einfach nur die Böenwalz, hab ich doch gesagt. Und von rechts kommt teils Bewölkung, überwiegend Bewölkung, teils Sonnenschein.
Ich kann nur darauf wetten, dass es heute Abend wieder komplett aufklärt. Weil die haben wieder Hitzewetter angesagt. Glaub mir. Stimmt, da haben sie was geschrieben. Die Prophezeiung, die Prognose für den Sommer sieht sehr schlecht aus. Es soll nur noch Regen kommen. Ein Gewitter, was ist so ein Scheiß, richtig? Jetzt weiß auch, warum die Leute jetzt draußen wieder rumspuken, ne? Weil nichts passiert ist, ne? Oh, da ist ein schöner Habicht. Warte. Ja, den kriege ich noch. Da ist der. Boah, ist der schön. Oder ein Bussard. Ich war eins von beiden. Der fliegt aber in eine verkehrte Richtung, wie immer. Tschüss. Das war ein Bussard oder Habicht. Tschüss. Jetzt guck dir mal links die Wolkenformation. Dann guck mal nachher, wo ich bin, Mama. Echt lustig, ne? Das mit dem Wetter wird sowieso nichts, was drauf gibt. Der Rehbogen kommt auch noch nicht mal. Hinten bei der Windmühle ist gerade ein Spatz. Hast recht, jetzt kommt nur noch Bewölkung. Die Sonne lässt sich nicht mehr blicken heute Abend. Gar nicht mehr. Das stimmt. Ja, gib noch weiter an. Echt. Das ist ja so ein Wetter, kann man sagen. Ja? Ich brauche noch 2 Minuten, dann habe ich 20 Minuten geschafft. Kannst du meine Getränkeflasche bitte rausbringen? Ich bin dafür, dass woanders Leute Rehbogen gesehen haben, wir nicht. Kinder kommen jetzt nach Hause. Ich muss reinkommen, die Kinder kommen nach Hause.